In die Tür können wir ja rein. Wenn wir jetzt mal sagen, die Tür schließen wir. Ach, jetzt können wir die erst schließen. Oder was? Ne, können wir nicht. Gut, wenn wir mal sagen, wir Ruf minus 2. Hat sich das gelohnt? Die Frage ist, ob sich das lohnt, wenn wir das jetzt machen. Genug jetzt mit der Magie. Ah, du hast keine Magie mehr. Ne, warte, das haben wir. So, was hatte der hier Schönes drin? Ein Buch. Wahrgeschichte, bla bla bla. Naja, das ist jetzt auch nicht so das Wahre, würde ich mal sagen. Wenn sich da irgendwas drin ist, was sich lohnt, ist das ja was anderes. Fest, verschlossen. Verschlossen. Okay, das ist verschlossen, warum auch immer. Haben wir vielleicht irgendwo ein... Hier haben wir noch... Ach, hier haben wir noch einen Schlüssel. Und an Büchern, was hat's da hier? Magische Missgeschicke. Was haben wir hier? Eine Dämon zu viel. Hier ein paar Tränke. Wenn irgendwas Wertvolles da drin ist, ist das ja vielleicht eine Überlegung wert. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Was hast du denn da jetzt doch für einen Schlüssel? Was hast du denn jetzt für einen Schlüssel bekommen? Kollege, verarsch mich nicht. Wo ist der Schlüssel? Zumindest für was ist der Schlüssel? Verdammt! Es ist verschlossen. Für irgendwas soll der Schlüssel sein. Nur für was? Was haben wir hier alles Schönes? Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Kleine Stärketrank. Geheimnisse der Alchemie. Also nee, wirklich lohnt tut sich's nicht, muss ich sagen. Dass wir den killen. Auch hier wegen Büchern und sowas. Außer, dass wir eben hier einen Schlüssel bekommen, der keine Ahnung was für eine Verwendung hat. Nö, das machen wir nicht. Wir lassen dir mal in Ruhe. So. So, wo ist unser Schmiedilein? Ist der jetzt draußen oder... Ah, jetzt zumindest meine Katze. Ist der Schmied denn... So. Und einmal... So. Zur Lebenskraft, Trefferwahrscheinlichkeit, benötige Gewandtheit, Stärke zur Intelligenz, zur Stärke zur Lebenskraft. So, erstmal handeln. Dann können wir mal hier die ganzen Sachen noch verkaufen. Das auch. Das auch, das auch, das auch, das auch. Ach, den haben wir auch noch nicht. Moment, Moment, Moment. Erstmal hier. Das Gelumps noch. Stiefel. Das da. Das da. Und das nicht. So. Dann bitte nochmal das hier angucken. Naja. Zeig mal her, das Gelumps. Königliche Kette. Ich glaube, die sind einfach nur zum Verkauf da. Obwohl...
Ja, komm, die können wir austauschen. Giftresistenz ist, glaube ich, etwas hilfreicher als irgendwie Geistesresistenz. Und der Plattenpanzer, da haben wir jetzt zwar einen 160, aber da gibt man eine Giftresistenz und der gibt uns ja alles Mögliche. Also bleibt der auf jeden Fall. Da können die weg. Die Frage ist jetzt wegen dem Schwert, ob wir das austauschen. Hier haben wir zur Attacke, zur Lebenskraft 40. Hier haben wir aber zur Lebenskraft 20. Zur Magie haben wir hier mehr. Die Erholungszeit ist genauso wie da. Nur, dass das auch noch... Ach nee, das ist ja das Schwert. Wir haben es haben wir falsch geguckt. Oh ja. Zur Intelligenz. Zur Attacke. Naja. Also wir können auf jeden Fall das eine Schwert auf jeden Fall verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das ist nicht das, sondern das andere große. Das können wir auch verkaufen. Komm, das verkaufen wir. Die Axt können wir jetzt auch verkaufen eigentlich. Ne, die behalten wir mal noch. Das ist das andere Schwert und das ist das Schwert. Ach komm, was soll's. Ja, na komm. So, genau, gib mir mal meine Pyramide wieder. Die brauchst du nun echt nicht. Das können wir auch ein andermal machen. Und da begeben wir uns mal runter in das Zwergenlager. Hier können wir mal auffüllen. Und hier möchte ich bitte wieder das hier haben. Was haben wir jetzt hier noch an Büchern da? Ja, können wir mal lesen. Da können wir Tiere in Frösche oder Tiere oder andere, also hier Monster in Tiere verwandeln. Das war die richtige Aussage. So, jetzt sind wir hier in diesem Zwergendorf, wo wir wieder einzeln... Ja, wo jetzt schon das erste Gerede losgeht. Hört! Hört! An alle mutigen und getreuen Zwerge! Unser guter König ruft euch zu den Waffen! Den heimtückischen Elfen. Hört! Hört! An alle mutigen und getreuen Zwerge! Unser guter König ruft euch zu den Waffen! Den heimtückischen Elfen ist der Krieg erklärt worden! Reiht euch ein und verteidigt eure Heimat! Okay. Zwischen den Elfen ist also Krieg? So, was hat denn der zu sagen? Gesegneten Morgen, Mensch. Ihr steht wohl beim ersten Hahnschrei auf, was? Hallo, Freund Zerg, was erzählt man sich denn so unter Zeit? Es heißt, eine geheime Sekte mit Namen Sackwerfer machen das Land unsicher. Sie werfen wohl junge Mädchen Säcke über die Köpfe, um sie zu entführen und den Herren des Chaos zu opfern. Das ist der Grund, warum in letzter Zeit so viele Menschen, Frauen in Verdist vermisst werden. Ja, ist denn unsere Waffe? Okay. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ne, der ist das gleiche. Okay, was hast du denn zu sagen? Hey, ihr seid kein Zwerg. Menschen können sich nicht unserer Armee anschließen. Los, zieht weiter. Herrscht wahrhafte Krieg zwischen Zwergen und Elfen? Bei den Göttern, so ist es. Die arroganten Kreaturen sind ohne Anlass über uns hergefallen. Und ich hörte, ihr seien ebenfalls aus irgendeinem Grund entzürnt. Erzürnt. Den Zwergen steht wahrscheinlich harte Zeiten bevor. Hab Vertrauen, mein Freund. Schon bald wird sich alles zum Guten wenden.
wieder diese Elfen, ist das zu glauben? Mein Großvater hat mir bereits Geschichten über sie erzählt. Unglaublich. Unglücklicherweise habe ich keine Zeit, sie zu hören. Aber wir können mal gucken, was der so Schönes hat. Naja. Was hast du? Unser König braucht uns. Natürlich braucht er uns. Es ist allgemein bekannt, dass Klemborus die Wiege von Helden ist. Hast du irgendwas Besonderes? Nein. Haben wir den schon? Erst die Gerüchte über die Ork-Angriffe im Süden und nun die Elfen. Verdammt, ist das kein gutes Zusammentreffen. Menschen wirklich kein gutes Zusammentreffen. Ich stimme mit euch zu, bla bla bla. Es wird wirklich sehr interessant sein, ob unser Bürgermeister diesmal mit in die Schlacht zieht oder nicht. Na, mit dem Apfel auf jeden Fall nicht. Vertraut niemals jemanden, der größer ist als ein Zwerg. Das hat mir meine Mutter immer erzählt. Anwesende ausgenommen natürlich. Die hat gar nichts. Die ist arm. So, wenn alle unsere Männer unser König gegen die Elfen unterstützen, werden wir dann Klemborus gegen die Orks verteidigen. Ach, keine Ahnung, ich hab... Ihr redet mir irgendwie komisch. Schon wieder diese Elfen. Ah, das hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Kommt zur Armee, haben sie gesagt. Helft unseren Höhlentunnel verteidigen, haben sie gesagt. Und nun muss ich dieses Schreihaus hier beschützen. Seid tapfer. Ihr wünscht, mein Dienst für heute wäre bereits vorbei. Ich bin wirklich reif für einen großen Krug Zwergenbier. Und ihr habt alle nichts Besonderes. Naja, lassen wir euch mal hier weiter. Das ist nichts. Zwergenbrot. Hallo Mensch, ihr seid männlich, oder? Das ist bei euch Menschen sehr, so schwer zu sagen, da ihr die sonderbare Angewohnheit habt, euch zu rasieren. Grüße Zwerg, was gibt es an Neuigkeiten? Leider habe ich nichts Neues zu berichten. Mensch, frag mich später wieder. Okay, mach mal. Knut. Oh, was ist das für ein komischer Geruch, der da von euch ausgeht? $18.000. Haben wir nur die 50.000? Nee, komm, die kurven wir. Was ist das? Das könnte ich euch auch fragen, Zwerg. Ihr stinkt auf 2 Hillebartenlänge Entfernung nach Mist. Oh, ein Mensch. Ich dachte, es wäre Rowan, der Schweinezüchter. Warum riecht ihr Menschen eigentlich immer alle wie Schweine? Keine Ahnung, warum riecht ihr denn wie ein Misthaufen? Ich bin Krott, der Mistfahrer. Ich bringe die Fäkalien des Dorfes zur Düngung hinaus auf die Felder. Das ist ein altes und ehrbares Handwerk. Und einträglich noch dazu. Wenn auch der Geruch etwas lästig ist. Ihr kennt nicht zufällig ein Mädchen ohne Geruchssinn? Egal welche Rasse, ich bin nicht wählerisch. Vor ein paar Jahren kannte ich tatsächlich einmal eine nette kleine Impffrau im Flussheim. Sie konnte nicht mal vergammeltes Fisch riechen, selbst wenn man ihr unter die Nase hielt. Sie hieß Phornix. Wenn ich sie treffen sollte, bestelle ich ihr, dass sie euch einen Besuch abstatten soll. Als ich zuletzt von ihr hörte, war sie lediglich und suchte einen Mann. Klingt großartig, Phornix, sagt ihr. Vielleicht mache ich mal auf den Weg zu ihr und stelle mich vor. Viel Glück, ich würde bestimmt ein reizendes Paar abgeben. Ja, macht mal. Das Zeug könnt ihr behalten. Könnt ihr auch behalten. Was haben wir hier? Naja, noch mehr lesen gibt nicht. Lesen wir uns auf jeden Fall nicht durch. Was würdet ihr von einem kalten Bier beim alten Riemer halten? Mensch, ich habe nie etwas auf diesem Spülwasser gegeben, das ihr überall in der Taverne...